Hey, ihr Athleten und willkommen zu diesem brandneuen Podcast. Heute geht es um das spannende Thema Elterncoaching und zwar drei Fehler von Eltern im Umgang mit ADHS-Kindern. Und ich habe jetzt mittlerweile auch nicht so kompliziert ausdrücken. Ich habe einige Eltern im Coaching und ich zeige ihnen eben, wie die dafür sorgen, dass die Kinder Top-Noten bekommen, selbstbewusst werden etc. Habe da auch richtig geile Ergebnisse erzielen können, weil ich ja selbst in der Lage war. Und ich steige mal direkt ein, ohne viel Blabla. Erster Fehler, keinen Draht zum Kind haben oder die Beziehung zum Kind einfach vernachlässigen und da nicht mehr so richtig an das Kind rankommen. Und das zeigt sich dann durch Stress und Frustration in der ganzen Familie. Es gibt ständig Streit, weil das Kind sich nicht verstanden fühlt und das Kind macht irgendwann zu und du verlierst immer mehr den Zugang zum Kind. Und das liegt halt daran, dass die meisten Eltern absolut gar kein Verständnis für die Problematik haben. Es gibt vielleicht einige Eltern, die selbst betroffen sind, die haben dann etwas mehr Verständnis. Das ist aber das nächste Problem, dass die halt auch sehr impulsiv sind und dann auch Streit vorkommt. Und dann wird halt sehr viel kritisiert. Es gibt Strafen, man ermahnt, man schimpft. Es entsteht allgemein so eine schlechte Erwartungshaltung. Man denkt sich, oh, wenn ich jetzt wieder die Hausaufgaben anspreche, gibt es wieder einen Riesenstreit. Und man zerstört auch das Selbstbewusstsein, wenn man nur kritisiert. Aber die wissen sich halt nicht anders zu helfen, ist auch nicht schlimm, nur man kann das Problem ja einfach verändern. Und dann werden Wörter verwendet, die sehr verallgemeinernd sind, zum Beispiel, nie machst du die Hausaufgaben, immer bist du zu spät, jedes Mal vergisst du das. Und das ist halt fatal für das Selbstbewusstsein und für die Beziehung, denn das Selbstbewusstsein wird tatsächlich in der Kindheit aufgebaut oder zerstört. Wenn du eine Person im Umfeld hast oder wenn ich einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin habe, frage ich ganz oft nach der Kindheit. Und dann fällt mir auf, dass dort zum Beispiel der Vater nicht da war, Mutter nicht da war oder das einfach ein bisschen toxisch war. Und dann wird das Selbstbewusstsein halt zerstört. Und dann wird das Kind später nie lernen, wie man selbstbewusst wird, nie lernen, wie man strukturiert ist und meist auch gar keinen Schulabschluss haben oder nur einen schlechten Schulabschluss unter den Erwartungen einfach leben und im schlimmsten Fall auf die schiefe Bahn geraten. Das heißt, der erste Fehler ist, kein Draht zum Kind haben, die ADHS-Symptome überhaupt nicht verstehen. Zweiter Fehler, keine sinnvollen Regeln. Du hast in der Familie einfach keine klaren Regeln oder die Regeln sind halt nicht ADHS-spezifisch. Und Regeln sind allgemein extrem wichtig, denn ADHS-Kinder können sich halt selbst nicht so gut strukturieren und brauchen Klarheit. Und die Regeln, die dann definiert werden, sind oft nicht auf das ADHS-Gehirn angepasst, deshalb werden die seltener eingehalten. Du musst das Kind immer daran erinnern, du wirst schnell wütend, es kommt immer wieder zu Streit, du selbst bist genervt und du wünschst dir zum Beispiel, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Und wenn du dann fragst, ob das eingehalten worden ist, ist das natürlich nicht passiert, du gehst wieder an die Decke, denkst dir, das kann doch nicht so schwer sein, diese Hausaufgaben einfach mal zu machen. Das Kind ist selbst von sich enttäuscht, weil es einfach keine klare Regel hatte dafür und wird dann noch sturer und macht wieder komplett zu. Also zweiter Fehler, keine sinnvollen Regeln. Ein dritter Fehler, keine sinnvollen Konsequenzen. Du merkst schon, das geht Hand in Hand, denn Konsequenzen sind genauso wichtig wie Regeln, weil nur so lernt das Kind, sein Verhalten ins Positive zu verändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland keine klaren Konsequenzen hätten, würde einfach jeder machen, was er möchte. Es wäre alles voll chaotisch. Menschen würden jetzt zum Beispiel im Supermarkt klauen, zu schnell auf der Straße fahren, was auch immer. Und nur weil wir Konsequenzen haben, ist hier alles relativ harmonisch. Also ich bin echt dankbar, in Deutschland leben zu dürfen, weil da ist schon alles sehr organisiert und man hat eigentlich jetzt keine hohe Kriminalitätsrate, ja. Und wie zeigt sich das Ganze? Ja, das zeigt sich zum Beispiel, dass du dann sowas sagst wie, wenn du jetzt die Hausaufgaben nicht machst, dann siehst du schon, was passiert. Dann ist es einfach lächerlich. Konsequenzen sind auch gar nicht logisch. Und wenn die Konsequenz nicht sinnvoll ist, findet das Kind das doof, versteht das nicht. Und weil die Konsequenzen eben nicht logisch sind, hast du keine Autorität. Das Kind tanzt dir auf der Nase herum, diskutiert deshalb noch die Konsequenz mit dir stundenlang, raubt dir alle Energie und das führt zu Streit und zu so einer schlechten Energie. Und die Konsequenzen werden dann halt oft nicht entspannt und zielgerichtet umgesetzt. Dann hast du noch mehr Stress, Streit, Drama, hast das Gefühl, nichts kontrollieren zu können. Und des Weiteren belastest du auch die ganze Familie, weil wenn die Schwester jetzt zum Beispiel keinen ADHS hat, ist das für die auch voll doof, wenn es immer einen Streit gibt. Ja? Zusammengefasst für dich, wenn du jetzt als Elternteil dir zuhörst. Fehler 1, keinen guten Draht zum Kind haben. Fehler 2, keine ADHS-spezifischen Regeln haben. Fehler 3, keine sinnvollen logischen Konsequenzen haben. Und das war die Zusammenfassung. Also ich war auf jeden Fall das Paradebeispiel für so jemanden, der richtig verpeilt ist, irgendwie gar nicht in die Gänge kommt, nichts hinkriegt.
super unstrukturiert und chaotisch ist. Also ja, unschön. Also das Thema Ordnung ist auf jeden Fall extrem wichtig gewesen für mich, weil da sehr viel an meinem Wohlbefinden dran hing, auch hängt. Und ich jetzt halt endlich weiß, wie ich mich strukturieren kann, wie ich Ordnung halten kann, Ordnung schaffen kann. Auch so kleinere Tricks, wenn es mal wirklich schnell gehen muss. Also mein Zeitmanagement hat sich sehr stark verbessert. Also vorher hatte ich wirklich gar keine so wichtige Tagesstruktur, Wochenstruktur, eigentlich gar keine Struktur. Ich habe halt immer irgendwas gemacht und ich habe jetzt halt auch echt gelernt, wie wichtig so eine klare Zeitstruktur ist. Ich habe auf jeden Fall gelernt, wie ich mich gut auf Arbeiten oder Aufgaben vorbereiten kann, dass ich mich gut konzentrieren kann, also wie ich mich strukturiere, wie ich meine Umgebung herrichte, wie ich mit was für einem Mindset ich daran gehe, was für Ziele ich mir setze, sowas. Und das hilft schon extrem. Cool. Also für mich war es definitiv das Gesamtpaket, weil einfach die Themen von Woche zu Woche aufeinander aufgebaut haben und wirklich klar strukturiert waren. Es ist auf jeden Fall auch extrem hilfreich, dass man jederzeit Fragen stellen kann, die dann auch beantwortet werden. Und dazu hat man immer Zugriff auf die ganzen Präsentationen, um auch nochmal vergangene Themen nochmal nachzuschlagen. Und ja, es ist einfach ein Top-Gesamtpaket. Ja, also auf jeden Fall, wenn jemand wirklich was verändern möchte an seiner Situation, dann ist er auf jeden Fall genau richtig. Weil es einfach so eine geballte Ansammlung an Wissen, an Techniken ist, die man so, glaube ich, nicht bekommt. Außer man ist halt wirklich, ich weiß es nicht, Superman, der alles auswendig lernt und auswendig kann. Aber ansonsten für normale ADHS-Leute wie uns, mich, keine Ahnung, ist es auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Falls du willst, dass ich dich dabei unterstütze, denn die Tipps waren jetzt sehr grob. Man muss das immer detailliert angehen, individuell. Wenn du jetzt ein Elternteil bist und sagst, hey, ich finde das interessant, dann geh jetzt auf www.eliasmünzel.de, melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch an. Da sprechen wir persönlich kostenfrei darüber, wie dein Kind eben die ADHS-Symptomatik im Griff bekommt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video und ich wünsche dir alles Gute.